ganz willkommen zu einem neuen Vlog. Ich weiß, es war lange nichts mehr los, aber irgendwie waren wir einfach nicht mehr vloggen. Auf jeden Fall habe ich mich gerade fertig gemacht und einen Lipgloss ausprobiert. Und Leute, ich habe zwei Lipglosse, die ich wirklich über alles liebe. Einmal der hier von Colorgram und einmal der hier von, ich weiß gar nicht, wo was die Originalmarke, also die heißt, es ist nicht von Sisua, das heißt irgendwie anders. Auf jeden Fall die beiden. Und das, wisst ihr, was das Coolste an denen ist? Die haben so einen Gel-Applikator. Das sind zwei Wochen ein bisschen was an der Wohnung gemacht. Ich habe ein bisschen umgestellt mal wieder. Zum 100. Mal. Also irgendwie komme ich einfach nicht aus diesem Einrichtungsmodus bei dieser Wohnung raus. Umstellen, also unten bin ich jetzt echt zufrieden. Aber hier weiß ich nicht, dass irgendeine Freundin war hier. Dann haben wir ein bisschen umgestellt und ach, keine Ahnung. Ich bin echt ein bisschen überfordert mit der Wohnung, Einrichtung, dass ich mich wohlfühle. Weil unten 10 von 10, aber oben. Was ist noch passiert? Ich habe in der Zeit jetzt 7 Kilo abgenommen. Ich bin jetzt bei 69. Und ich habe mir dieses Kleid über Sandy geholt. Gerade irgendwie mit diesem Shirt unter einem Kleid tragen. Ich weiß auch nicht, ich fühle es. Ich werde mal langsam anfangen zu streamen, Leute. Deswegen, ich verlinke euch meinen Twitch und mein YouTube. Ich werde aber auf beiden Plattformen gleichzeitig streamen. Also ihr verpasst jetzt nichts. Guck mal bitte, wie heftig die gewachsen sind. Die sind, wenn sie Babys sind, so. Alter, guck mal bitte, wie sonnig. Ist hier Sonne? Ist einfach echt Sonne. Jo. Boden ist übrigens auch so gut wie fertig. Fehlt nur noch diese eine Streifen. Oh, der Boden ist so schön, oder? Und Selby kam an mit den Schuhen. Das habe ich bei Instagram ja schon gezeigt. Ich wollte die halt unbedingt haben. Deswegen habe ich sie gebraucht. Gut, ich werde die einfach waschen und fertig ist. First off das Oberteil und die Hose. Die muss ich auf jeden Fall einmal bügeln. Also wenigstens einmal und dann ordentlich zusammen machen, weil eigentlich ist die echt schön. Die ist halt so, also so richtig bequem. Got it? Richtig schön. Und dasselbe nochmal, vielleicht wenn es ein bisschen wärmer ist. Und so. Und das ist halt wieder so, dass es aussieht wie ein Rock. Also ich finde, das sieht sogar aus wie ein Rock. So ein langes Kleid, da kann man halt auch noch ein T-Shirt oder so drunter anziehen. Übrigens, der Garten ist jetzt auch wieder ordentlicher. Ich muss aber dieses Jahr wieder den Boden machen. Ich kann euch wirklich den Boden von IKEA nicht empfehlen. Es ist wirklich schlimm. Also ich muss ihn wirklich jedes Jahr neu machen. Es ist wirklich anstrengend. Ich werde aber dann doch, wenn ich das alles hier mache, auch das Bett ist da alles voll mit der Farbe machen, damit alles einheitlich ist. Ich meal preppe gerade. Ich wollte eigentlich gleich den Garten weitermachen. Eventuell kommt eine Freundin und wir machen das zusammen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so wird. Und meal preppe gerade, weil ich mit meal prepping wirklich am besten klarkomme, wenn es um Abnehmen geht. Ich will die Vlogs gar nicht, so wie ich es schon mal hatte, total auf dieses Abnehmen-Ding fixieren. Ich finde das nicht gut. Ich habe zwar damals nicht ungesund gemacht, aber nee. Vielleicht mache ich einmal einen TikTok in 3 Monaten, aber ansonsten will ich das gar nicht so auf die große Glocke hängen. Aber Tipp trotzdem von mir, Meal Prepping ist einfach mega easy, weil ich habe vor allem das Problem gehabt, dass ich manchmal dann nicht wusste, was ich essen soll. Dann habe ich mir Essen bestellt, was ja auch nicht schlimm ist. Aber bei Essen bestellen ist es immer schwierig zu gucken, wie die Nährwerte sind. Wenn man es halt selber macht, weiß halt alles, was drin ist. Obviously. Okay, was gibt's noch als Update? Ich lasse meine Augenbrauen komplett rauswachsen. Also komplett rauswachsen, meine ich wirklich. Komplett rauswachsen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Aber hier, die Haare gehen bis hier oben. Und hier gehen die Haare auch bis hier oben. Ich will wirklich mal wissen, wie meine Augenbrauen aussehen würden, wenn sie komplett natürlich wären. Auf TikTok und so super große Augenbrauen und total halt bushy, normale Augenbrauen. Und ich denke mir jedes Mal, ey, die sehen so gut damit aus. Und dann ist es auch noch voll natural. Das heißt, sie sind damit geboren und irgendwie soll es so sein. Vielleicht soll ich auch so sein.
Bricht euch auch so sein, dass ihr einfach richtig, richtig fette Augenbrauen habt. Und deswegen lasse ich es hier rauswachsen und gucke einfach, ob es mir steht oder nicht. Ich meine, mit meiner Naturhaarfarbe bin ich auch am glücklichsten. Maybe soll es so sein. Ja, auf jeden Fall, mir preppe ich gerade. Ich habe letzte Woche diese Gerichte hier gemirprept. Habe ich alles von TikTok. Tatsächlich ist einfach das der geilste Ort für Mirprepping ist TikTok, ohne Witz. Und jetzt mache ich gerade Hühnersuppe. Easy peasy, vor allem ist das voll geil für abends. Das ist einfach so ein Ding, was dich richtig satt macht. Und hat viel Wasser. Ich trinke zu wenig, oh mein Gott. Und ich mache so eine Taco-Dinger. Ohne Taco. Weil ich halt eher Keto bin gerade. Also so eine Taco-Ball. Da kommt dann noch Stuff rein, weil ich muss unbedingt mein ganzes Gemüse langsam aufbrauchen. Und Chili con Carne. Die drei Sachen mache ich heute. Weil ich halt für zwei Leute koche. Ne? Mein Freund isst halt mit. Deswegen, sonst würde ich noch zwei Gerichte machen. So, gut, wie es scharf steht. Klasse. Das ist jetzt die Bolognese und das ist die Suppe, habe ich euch ja schon gezeigt. Und hier ist jetzt das Hackfleisch so gut geworden. Ich überlege auch einen Teil dann einzubringen, aber bin mir noch nicht sicher. Und wisst ihr, was mir passiert ist? Ich bin nicht stark genug. Ich krieg's nicht hier raus. Richtig bescheuert, ey. Gestern noch ein neues Bild gemacht. Ich find's ganz schön. Ja, ich mag's. Ich habe wieder mal Copic-Marker benutzt. Nee, nicht Copic. Sorry. Uhuhu. Ich mag die echt gerne. Mit denen kann man echt gut malen. Ich habe mir bei eBay ein Buch geholt. Guck mal bitte, was da für ein Sticker drauf war. Ich habe mir das Papier geholt. Irgendwas stimmt mit meiner Kamera nicht. Und zwar die Enzyklopädie von Legend of Zelda. Natürlich ist jetzt nicht Breath of the Wild und Tears of the Kingdom dabei. Aber trotzdem, ich liebe Zelda einfach. Und hier ist halt vor allem viel Artwork. Das ist einfach mega geil. Ich mag halt. Ich werde einfach alles darüber wissen. Ich habe eine Klatsche. So Leute, das ist meine Ausbeute. Ich habe ursprünglich nicht nur deswegen zu Lidl gegangen. Ich habe nicht gesehen, dass sie auch noch Rhododendron und sowas haben. Deswegen musste ich das jetzt auch noch mitnehmen. Das hätte ich sonst woanders geholt. Ich habe auf jeden Fall verschiedene Sorten von der hier geholt. Zweimal die, einmal die. Die fand ich ganz schön. Dann einmal die, weil die irgendwie schon am meisten gewachsen ist. Hat mir irgendwie am meisten zugesagt. Dann nochmal eine weiß. Davon gab es leider nur noch einen. Ich wollte eigentlich eher weiß haben. Aber ich bin froh, dass sie das war. Die ist echt schön. Dann Rhododendron, einmal den ich schon habe. Süß, oder? Guck mal, wie groß meiner ist. Und dann, wo ist der andere? Ah, der ist hier. Der ist ein bisschen anders. Das ist so mit kleineren Blüten. Dann habe ich noch ein Jasminium. Ich glaube, der hat 10 Euro gekostet. Die haben jetzt 2,99 gekostet. Pro Stück. Das war im Angebot. Dann habe ich noch zweimal Physale, sage ich schon, Passionsblumen sozusagen mitgenommen. Ich wollte eigentlich drei, aber es gab nur noch die beiden. Dann Anemone, so by the way, einer meiner Lieblingspflanzen. So. Oh, Anemone, 25 Stück. Dann habe ich das hier gesehen und fand das ganz schön. Also das Theme ist, ihr seht es, glaube ich, blau, weiß, lila. Die habe ich noch mitgenommen, fand ich ganz toll. Dann, das habe ich schon vor ein paar Wochen geholt, Zitronenmelisse, Petersilie und Schnittlauch. Dann habe ich hier noch so ein Set-Ding mit verschiedenen. Ich habe es hauptsächlich wegen den Anemonen geholt. Ich weiß nicht, ob man die auch so ausspricht, aber ich mag die bei Animal Crossing auch am meisten. Und dann habe ich einmal die noch geholt. Die habe ich gerade geholt. Die waren vorhin, ich war ja heute früh schon mal da, nicht da.
Und das sollte eigentlich reichen für den ganzen Garten. Ich werde hier diese ganzen Klematis, oder wie die heißen, hinpflanzen. Da kommen ganz viele Blumenzwiebeln rein. Ich habe das hier eher dahin geplant. Dann kommt hier ein Topf da rein. Und da kommt dann auch eins rein. Und dann habe ich auch hier noch, wo Blumenzwiebeln reinkommen, da kommen dann die Kräuter rein. Jetzt auch noch ein Update. Ne? Ich habe ja die Pflanzen hier, die tun sich auch gut. Ne? Nichts hängt hier irgendwie doof runter. Da blüht sogar schon was. Wow. Und die sehen auch alle echt lebendig aus. Also nichts ist nichts gestorben. Und wenn es vielleicht noch ein bisschen wärmer wird heute, muss ich die einpflanzen. Und auf jeden Fall die, die ganzen Zwiebeln. Weil, ne, die, ich glaube, jetzt ist langsam Zeit zum Pflanzen. Es riecht ja auch alles schon nach Pflanzen, nach Blümchen. Ich bin echt kurz davor, mir noch einer davon zu holen, weil die so da riechen. Mag das. Lovi! Dein Fell sieht schön aus, Lovi. Hast du gut gegessen? Machen Katzen so was. Und du auch? Also man sieht, aber sie hat einen kleinen schwarzen Punkt auf dem Kopf. Da sieht man es ja ganz leicht. Und du wird auch so ein ganz kleines weißes Ding am Bauch. Das ist mein Look. Ich habe jetzt einfach nur ein Kleid angezogen und meine Kette umgemacht. Die habe ich die ganze Zeit gesucht und ich habe sie endlich wiedergefunden. Mit so einem ähnlichen Kleid mal live und jemand meinte, dass es das aufsetzt. Warum? So Leute, wir machen jetzt Kartoffeln, aber nicht zum Essen, sondern für meine Augenringe. Irgendwie sieht es auf der Kamera nicht so aus, wie sie in echt sind. Also die sind wirklich nicht ohne. Ich glaube, von Weitem sieht man es eher. Mhm. Und deswegen schneiden wir jetzt eine Kartoffel, weil das irgendwie Enzyme hat, wo das, die das aufhängen können. Und auf Pickelmatte soll es auch irgendwie helfen. Ich schneide mal kurz eine Minute durch. Aber ey, imagine. Imagine, es klappt. Hey Leute, ich habe echt heute schlechte Laune. Was soll der Scheiß? Ich habe noch heute das hier eingepflanzt und gestern. Und ich habe das Glas sauber gemacht. Das war eine Katastrophe. Nee, ist noch zu kalt für euch. Habe ich euch das Ding eigentlich schon gezeigt? Meine Mutter mir geschenkt zu Weihnachten. Richtig geil, oder? Ich liebe sowas. Ich mache meinen Freund gerade Gerüste Sonnenblumenkerne. Er mag die ganz gerne, aber halt geröstet. Dafür müsst ihr echt nur, das ist wirklich mega easy, eine Pfanne ein bisschen hoch machen. Und bei mir ist 5, das ist schon ziemlich hoch. Warten, bis es halt wirklich heiß ist. Und dann packt man einfach die Sonnenblumenkerne rein und rührt die ganze Zeit um. So, wenn sie drin sind, lasse ich dann nochmal kurz so auf 4. Das ist halt ein bisschen blöd, weil es ist wirklich, also muss heiß sein so. Und wenn es dann anfängt, so ein bisschen Geräusche zu machen, gehe ich runter. Also erstmal überall kurz, dass sie warm werden. Da fangen auch schon an zu rösten. Dann gehe ich runter auf. Keine Ahnung, machen wir mal 2. Und ja, dann heißt es einfach nur die ganze Zeit alle paar Sekunden umrühren. Thank you.